Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ne? Was hat sich denn der gute Latka jetzt hier zurecht gebastelt? 4-2-3-1. Und dann mittlerweile auch ein Ronaldo, auch schon den 87er Casemiro mehr oder weniger mit ins Team eingenommen oder aufgenommen, welcher ein überragender Spieler ist. Casemiro ist allround-technisch. Seitdem wir den Info bekommen haben, bin ich schon die ganze Zeit auch mal on-Team, total von ihm am Schwärmen. Einfach, auch wenn die Kartenstats nicht ganz so gut sind, hat er die Stats, die halt für seine Position wichtig sind. Der hat eine heftige Shot-Power, einen guten Longshot-Wert, guten Kurz, guten Langpass und die Physis und Def-Werte sprechen dann ab einem gewissen Wert auch für sich, meiner Meinung nach. Also der wird sehr interessant. Also wenn der jetzt nochmal einen Tots kriegen sollte, wird man den nochmal deutlich, deutlich häufiger sehen. Würde ich auch von ausgehen, ja. Also gerade eben, was, wenn man irgendwie mit einer Doppel-6 spielt, was Tim Latka ja jetzt hier in diesem 4-2-1 gezwungenermaßen macht, dann ist, glaube ich, ein Casemiro für so einen diesen physischeren, defensiven Part auf jeden Fall mit die beste Wahl, die es momentan hier gibt in dieser Form. Also Auch zumindest wenn ich ihn von der persönlich nicht so super Grundformation. finde. So. Ich finde, es gibt Persönlich in Leute. FIFA oder fußballtechnisch? Sowohl als auch. Ich finde, der hat sich schon gut Bin mehr gemausert. Anhänger von Leuten, die mehr auf Ballbesitz spielen, so, aber das ist halt dann nicht Okay. zwingend das Spiel eines Casemiro. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Deswegen halt eher auch ein Toni Kroos, hattest du, glaube ich, vorhin mal gesagt. Da habe ich gedacht, oh, geil, Toni Kroos, endlich mal Leute, die auch mit Toni Kroos spielen. Ja, also jedes Jahr. Ich will wirklich jedes Jahr die Karte von dem. Dieses Jahr fällt es mir noch ein bisschen schwieriger, mit ihm klarzukommen, weil er schon ziemlich unbeweglich und echt behäbig, sage ich mal, wirkt. So, habe ich gesagt. Aber er macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Und gerade wenn du dann mit den 5 Sternen schwacher Fuß und diesen Pässen und teils auch den Longshots, die suchen halt in dem Spiel schon fast seinesgleichen. Also das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, seit sie Frank Lampard aus dem Spiel genommen haben, legitimer Nachfolger ist Toni Kroos, ganz ehrlich. Damals immer schön. Immer den Gerrard oder Lampard, wenn die einen Tots bekommen haben. Ich habe die immer. Ich liebe das mit Spielern, so richtig schöne, saubere Pässe zu spielen. Deswegen, ich warte noch darauf, dass ich irgendwann jemanden mal den aktuellen David Villa, der jetzt vor kurzem in Form hat, zu dem mal angedreht bekommen, dass er den mal auf die Bank mitnimmt. Der spielt auch Den für habe mich ich. Der mit ist die mega saubersten. geil. Ja, der ist Meinem Weltklasse. MLS-Team mega geil, der Kerl. Ja, also der Lilane Card, der hat ja auch einen POTM gehabt. Der hat mir schon M auch. MVP, den hatte ich auch Ewigkeiten gespielt. Hat mir Großartig. sehr, sehr gut gefallen und der Inform ist um eine ganze Ecke besser. Ja, Ganze Ecke eben. besser. Meine Physisch Rede. und von den Pässen her, das ist Weltklasse, Junge, wirklich. ich liebe dich. Ich dich Das auch. ist geil. Ich dich auch, ja. Oh, Mann, ey. Wo bist du mein ganzes Leben gewesen? Ist das. Nichts so eingefunden. FIFA verbindet, ganz einfach. Ganz Ich muss einfach. mich hier immer mit diesen Idioten rumschlagen. Hallo, Ah. ich habe mir bestimmt schon fünfmal wegen dir Frank Lampard gekauft. Ich meine, ich habe ihn auch fünfmal Und du hast ihn verkauft. jedes Mal wieder verkauft! Das ist ja das Problem! Meine Es Güte, gibt ey. Spieler, die sind umgangsfreundlicher und da gehört zumindest David Villa auf jeden Fall dazu. Oh, Timo Der mit der ersten ist Chance. Na, komm dann nicht. stimmt, man Sehr könnte sich ja stark. hier auch mal um das Spiel kümmern, ne? Ich Ja. überlasse euch das jetzt mal. Aber kurz in Nostalgie verfallen, es tut mir leid. Das muss doch auch mal sein. Dafür sind wir hier. Ja. Wir wollen ja nicht ganz steif wirken, ne? Weil ich finde, dass man jetzt in den ersten 20 Minuten schon, ich weiß jetzt natürlich nicht, mit was für einer Taktik der liebe Tim Latka hier spielt, aber ich finde, dass die Abwehrkette schon deutlich besser steht als die von Chrissy zum Teil. Ich will jetzt nicht immer alles auf die Taktik schieben, aber wie gesagt, es kann einen sehr großen Einfluss darauf auf jeden Fall haben. Gut, Tim ist natürlich auch sehr, sehr erfahren, ne? Also er ist auch recht früh drin. Also man ist nicht jetzt auch relativ neu in der E-Sport-Szene, aber dafür ist er schon wirklich sehr erfahren. Hat sehr viel Erfahrung auch auf großen Turnieren gemacht und mit Schalke auch eine Organisation im Rücken, die dort durchaus sehr viel Hilfestellung leisten kann, ne? Da merkt man auch direkt mehr Souveränität jetzt hier im Spiel. Das könnte sehr interessant werden. Also ich hoffe, dass es im besten Fall drei sehr, sehr schöne und auch taktisch anspruchsvolle Spiele werden. Und dass zumindest einmal Latka sein Spiel im letzten Drittel richtig schön ausgespielt bekommt. Freue ich mich immer jedes Mal ein Schnitzel, wie der das hinbekommt. Das ist unglaublich zum Teil. Ja, Timo, jetzt auch am Wochenende gab es ja diesen Schalke Cup. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, also Hälfte davon habe ich ungefähr gesehen. Da hat Timo ja am Ende das Ding auch für sich entscheiden können.
Heißt also, der geht hier auch mit Rückenwind in diese ganzen Partien. Und ist auch sehr wichtig für ihn. Ne? Hatte ich ja schon von am Anfang angesprochen, dass der auf jeden Fall die Punkte braucht. Ich kann mal kurz drauf gucken. Mo ist übrigens weiter gegen Benji Austria, also Mo muss gegen Deto. Ja, Salto auch ein ist geiles gegen. Spiel. Oh, da ist der Boah, Treffer. das ist halt, das ist Tim. Es ist einfach so krass. Ich finde das so heftig. Ich habe jemanden so abgebrüht und so reaktionsstark im gegnerischen 16er sein kann mit so einfachen Kurzpässen. Das ist Weltklasse. Hut ab. Ja, und vor allem Ab. auch mit dem, in Anführungsstrichen, ist es ja immer noch nicht so stark, sage ich, wie das von Timo, das Team, das da so durchzuziehen. Ist schon gut, ne? Weil den Eincup hat, den hat er ja, glaube ich, gewonnen gehabt, ne? Wo er mit seinem totalen 0815-Team Genau, gespielt das hat, wenn war ich mich gleich nicht der täusche. erste. Ja. Da haben So, wir ja hatte noch. ich auch noch kurze Zeit vorher einmal mit ihm geschnackt gehabt, wo er noch meinte, ja, wie mache ich das am besten mit Embolo einwechseln und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Dann wollte er erst es komplett sein lassen und ja, dann hat er gewonnen. Ist halt Weltklasse zum Teil. Ja, das war schon Richtig gut. gut. Da hat er gegen Savas noch 3-0 verloren, das erste Spiel. Da haben wir hier im Stream gesagt, naja, das war's wohl. Ja, ich meine, wir haben gedacht, Savas, so schneller Aufbau gegen ein recht schwaches Team, wird das wohl auch in der zweiten Partie wuppen. Dann hat er das schon gedreht und dann am Ende den Cup noch gewonnen und gegen Hasso ein extrem starkes Spiel im Finale gemacht. Das war wirklich gut. Also ich hoffe, dass solche Partien Tim auch gewissermaßen irgendwo den Rücken stärken, dass er dann, er ist ja auch in Madrid, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Er ist auch nachgerückt. Ja, er ist in Madrid nachgerückt. Dass er dann da auch offline ein bisschen besser rausgeht, als es in Paris der Fall war. Würde ich mir auf jeden Fall für ihn wünschen. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich denke generell, also so die deutsche E-Sport-Szene hat extrem aufgebaut, was Qualität betrifft. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man bedenkt, allein schon wieder, wenn man es jetzt rein auf Ultimate Team beschränkt, ich meine, da haben wir, glaube ich, vom Schnitt her die Deutschen am besten abgeschlossen, wenn es um die Plätze für Berlin geht. Das ist schon echt eine Hausnummer. Und dann muss man nochmal bedenken, dass eben Tim Latka und Erhano beide underperformed haben. Also da wäre noch einiges mehr drin gewesen. Und dann immer noch ganz viele große Namen aus dem deutschen Bereich nicht mal mit dabei waren, ne? Also da ist ganz, 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 ganz viel Potenzial. Und das war Ronaldo. Da macht dann direkt Das war typisch Ronaldo. den Ausgleich zum Beginn. War ein wichtiger Moment. Kommt aus der Halbzeit gut raus und macht hier den Ausgleich. Jetzt bin ich gespannt. Also Timo hatte Schwierigkeiten, sich hier gegen die Defensive von Tim hier durchzusetzen. Jetzt hat er den Treffer. Jetzt ist er wieder im Spiel. Jetzt bin ich gespannt, wie er das hier in der zweiten Halbzeit anstellt. Bei Alaba. Ist auch wieder sehr schade, Tim hat überhaupt keinen Sound drin. Stadionfeeling fehlt. Vollkommen. Ich war schon mal am Überlegen, für solche Fälle, oder jetzt beispielsweise, vielleicht ist das ja für dich irgendwie interessant, dass du einfach mal ein CPU-Spiel startest, ohne Kommentatoren, ohne alles, in dem Spiel auch die Spieler gar nicht großartig bewegst, sondern einfach Controller 1 gegen Controller 2 spielen lässt und die Spieler einfach nur stumpf rumstehen und dann einfach mal 90 Minuten aufnimmst, dass du dann den Sound wenigstens vom Stadion, dass ein bisschen Ton da ist, einfach immer im Hintergrund laufen lassen kannst. Weißt du, falls mal jemand den Kommentator anhat und es wieder vergessen hat, den auszustellen und oder wie jetzt gar kein Ton vorhanden ist, dass du wenigstens ein bisschen Geräuschkulisse im Hintergrund hast. Und die ist dann ja weitestgehend neutral gehalten. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee, ja. Da kann man durchaus drüber nachdenken. Oder sollte man sogar, weil man die Spieler ja nicht nerven will, zwischendrin und sagen, mach mal bitte Ton an, mach mal bitte Ton an. Wie gesagt, es wird sich hoffentlich alles zum Guten wenden, wenn es irgendwann so einen Spectator-Modus gibt, ne? Also wenn einer kommen sollte, ich gehe mal stark davon aus, dass wenn einer da ist, dass der erstmal sehr, sehr einfach gehalten ist. Aber man könnte damit so coole Sachen machen. Wenn ich mir da nicht schon überlege, dass die da irgendwelche Heatmaps einbauen könnten, wo sich die Spieler am meisten bewegen und alles drum und dran, da würde mein Herz aufgehen, wenn ich sowas sehen würde. Aber Ganz das ist dann ehrlich? auch wieder Nostalgie. Das sind ja Ja. zum Beispiel auch Sachen, die findet man im Football Manager die ganze Zeit.
So, also Ja. das ist jetzt technisch nicht schwierig. Das Ja, kriegen die vom, hin. ist, die Heatmap ist ja theoretisch gesehen da, momentan bei Ja, den genau. Spielerleistungen. Aber ich meine, jetzt sagen wir, du drückst einen Knopf, währenddessen sich das Spiel bewegt, wählst halt einen Spieler aus und siehst, wo der sich bis dato am meisten bewegt hat oder wo generell das Spiel im Gegensatz sich am meisten bewegt. So Ballbesitz ist natürlich ein Indiz, der viel aussagen kann, aber die genaue Verteilung finde ich dann doch nochmal ein bisschen interessanter. Ja, denn sonst Ballbesitz um des Ballbesitzes willen ist ja nichts, was das Spiel nach vorne bringt. Und das Ja, wird jetzt genau das ist statistisch es eben ja. nicht erfasst. So, das ist, ja. Oh, starke Grätsche. Den gehe ich auch Ja. mal davon aus, das wird tatsächlich alles irgendwann kommen. Aber so wie ich FIFA kenne, vermutlich erst in 10 Jahren. Mit 2025 gibt es denn ein paar andere kleine Gimmicks im Aber es Zuschauermodus. gibt, warte erstmal kurz die Chance, erwartet von Oh! Tim. Oh. Oh! Ganz schön ärgerlich. Das. Griezmann mit dem Rechten, wenn ich mich nicht täusche. So wie man Richtig. ihn kennt. Also, wenn man denkt, dass Bales Rechter schwach ist, dann hat man den von Griezmann noch nicht gesehen. Mit Der einem ist gewissen auch. finanziellen Aufwand, muss ich aber auch sagen, könnte man das rein theoretisch auch schon vorher möglich machen. Es gibt halt auch Programme, die tatsächlich punktuell, wenn du denen das Spiel reindrückst, das Ganze von sich aus aufnehmen würden. Echt? Ja. Also Aber wie, das ist. ich weiß nicht, ob das für Autonormalverbraucher interessant wäre, aber es sind Sachen, wo ich sage, oder jetzt beispielsweise jetzt auch für Bono, wenn er was analysiert oder wenn man dann mal offline irgendwo was analysiert, dann kann man ja Sachen viel besser erläutern. So zu sagen, ja, das sind jetzt 60 zu 40% Ballbesitz und der beispielsweise mit 40% gewinnt das Spiel, so dann kann man, könnte man das ja an der Heatmap oder an bestimmten anderen Indizien viel besser herleiten. So, warum ja nicht der Ballbesitz mal ausschlaggebend ist dafür, dass man letztendlich auch gewinnt. Naja, wie gesagt, wir hatten uns damit tatsächlich schon mal beschäftigt, aber der Preis ist leider Ein bisschen exorbitant. ein bisschen exorbitant hoch, um dieses Programm dann wirklich zu finanzieren. Weil man könnte dann wirklich Punkte festsetzen, man müsste dann einfach nur die Punkte im Radar zuordnen. Und das würde ja direkt vor Anstoß funktionieren auf die Schnelle. Müsste man nur jemanden haben, der das macht. Der würde sogar die Positionen und alles Mögliche eben mit diesem Programm festhalten, ne? Also was ist... Oh, das ist dann... Oh, Das ist dann Timo, stark krass. gespielt. Und dann macht er hier das 2 zu 1. Und das ist ganz wichtig für Timo hier in dieser Partie, in Führung zu gehen und dieses Spiel auch zu gewinnen, um in einem zweiten Spiel mit viel Sicherheit zu kommen, weil auch die anderen alle weitergekommen sind. Ich muss gerade gucken, wie es da genau aussieht. Also Salzer, wie gesagt, durch Deto, durch Erhano, durch. Heißt also all diese Leute, gegen die er quasi hier ankämpft, sind eine Runde weitergekommen. Und das macht dieses Turnier noch ein ganzes Stück weit interessanter jetzt. Wie sieht es denn mit Latka aus? Muss der, es wäre für ihn der Sieg auch wichtig? Nein. Nein, okay. Für Latka ist das relativ uninteressant. Der hat aktuell 100 Punkte plus die 15, da hat Ui. er 115. Oh, kriegt er nochmal die Ich Chance? muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich bin ein kleines Sekündchen vor dir. Entschuldigung. Macht aber nichts. Auch nochmal die Möglichkeit. Der hat jetzt 115 Punkte. Wenn Timo, also das heißt, hinter ihm sind vier. Oh. Vier Leute, die müssten halt alle schon ins Halbfinale kommen. Das funktioniert aber nicht, weil Erhano jetzt gegen Salzor gerade spielt. Was Auch eine geile Partie. auch mega geil. Mega, vor allen Dingen auch von der Wichtigkeit her ein mega geiles Ding, ne? Weil wenn Timo hier weiterkommt, ist derjenige, der dort verliert, in Gefahr, seinen Top-8-Platz zu verlieren, ne? Oh, Timo, wieder mit dem Ball gewinnen. Nochmal mit dem Mü. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das war wirklich ärgerlich gewesen. Also dann der Ballverlust oder beziehungsweise wie Griezmann den Ball dann zurückerobert hat. So, das ist dann, würde ich jetzt von meiner Sparte aus sagen, schon wäre da ein bisschen mehr Glück als Verstand gewesen. Gilt das schon auch sehr offensiv. Und das ist das Schöne, was habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Das Schöne daran, dass die das getauscht haben, eben auf dieses echte BO3, dass man hier auch tatsächlich gegen Ende der Partie auch öffnen kann, ne? Ja. Ohne am Ende auf diese Tordifferenz zu achten. Oh, das war gefährlich. Kommt da nochmal durch.
Wir können gespannt sein. Erstmal nochmal Timo über Boah, stark, Marcelo. Marcelo. Gut gemacht, kommt über die Außen, schönes Herz. 2L2 Dribbling, bleibt dann an Casemiro hängen, bleibt aber im Ballbesitz. Kriegt ihn nochmal. Modric auf Sanchez. Und dann kann sich Latka immer noch nicht befreien. Wieder Timo. 3 Minuten waren auf der Uhr als Nachspielzeit angezeigt. Dann müsste der Schiedsrichter jetzt gleich auch Feierabend machen. Und dann macht er das auch. Und dann gibt es die ersten Punkte hier für Timo. Ja, sehr ordentliche Partie von beiden Seiten, fand ich. Also am Ende hat so ein bisschen Timo, die zweite Halbzeit hat er halt das Spiel übernommen, hat das ordentlich gemacht und sich damit auch so ein Stück weit den Sieg verdient. In der ersten Halbzeit war für mich Tim ein Stück weit besser, hat sich dann am Ende halt aber auch gewandelt, aufgrund dessen, dass Timo da wirklich das Heft in die Hand genommen hat. Hast du zufällig das 1-0 von Timo gespeichert? Aber klar. Ich meine das 1-0 von Latka. Ja. Sehr schön. So, Das, soll ich das machen? die Situation wieder nach. Nö, muss ja nicht jetzt gerade sein, aber sonst später für Bono. So, wie er das macht, finde ich immer dieser klasse. Freue ich mich mal, sowas zu sehen. Ja, haben wir auf jeden Fall. Haben wir drin. Machen wir dann auch. Ich könnte das aber auch notfalls hier zwischendurch mal einspielen. Gerade nur gucken, welches das war. Das war's. Gib mir eine Sekunde, dann bringe ich das hier nochmal in der Halbzeit rein. Weil ich habe es ja nämlich, weil ich die ganze Zeit aufs Scoreboard, auf die Punkte geguckt habe, auch verpasst. Du hast das 1-0 von Latka verpasst. Da eigentlich im Ernst, oder? Das war jetzt schon, glaube ich, die beste Aktion, die wir bisher heute Abend gesehen haben. Ja. Also das, wo ich gesagt habe, was ich gerne über die 3 Spiele sehen wollen würde, habe ich direkt in den ersten 15 Minuten bekommen. Also dementsprechend bin ich schon, ja, rundum zufrieden. War schon ein Träumchen. Aber Ja, es es war. ist. Also ich kann es bestätigen, es war ein Lehrbuch. sehr, sehr schönes Tor. Sollen wir es Lehrbuch halt nochmal einblenden, einfach. noch einmal durchlaufen lassen? Also, sorry, da werde ich auch nicht drin rumkritzeln, weil das einfach, das verschandelt im Grunde das Kunstwerk, das es hier schon ist. Oh, das Ja? ist so stark, das ist Sah so unfassbar stark. schon sehr nice aus. Ja. Und war vielleicht auch ein bisschen ungünstig dann von Timo verteidigt, aber das dann, sobald er diesen einen Fehler macht, ist das dann auch nicht mehr weiter. Da ist dann das Kind Also, tatsächlich in den Brunnen alleine, dass er gefallen schon. da. Wer hat das Tor denn gemacht? Martial, den er ja im Set Ja, anstehen ja. hat. Dass er den Ball überhaupt nochmal auf Martial spielt, würde ich nie machen. Einfach weil mir selber die Lücke viel zu klein wäre. Na, dass man dann überhaupt das Vertrauen da rein hat, in so eine Lücke ruhig ganz in Ruhe zu spielen und auch zu wissen, dass das klappen kann, das ist schon anständig. Da brauchen wir schon echt ordentlich Knowledge in Anführungsstrichen. Ja, bin ich mal gespannt. Geht jetzt wer anders ein? Ich kann Die überlegen. Grundsituation hat er ja schon wunderbar erläutert. Ne? Tim Latka braucht diesen Sieg in dieser Partie gar nicht zwingend. Timox ist allerdings darauf angewiesen. Genau. Vor allen Dingen, und wie gesagt, und vor allen Dingen, weil Führt alle jetzt anderen 1. auch durch sind, ne? Ja. Also, das Turnier ergibt sich so spannend, wie man sich das erhofft hat. Wenn Timo, also vor allen Dingen, es wird jetzt interessant, wenn Timo jetzt weiter, wenn jetzt Timo gewinnt und Salzor ausscheidet, hat Timo Salzor verdrängt. Glaube ich. Halt, ich muss kurz, bevor ich was Falsches erzähle. Jetzt hast du es ja schon erzählt. Nee, hat er nicht. Dann sind sie tatsächlich exakt punktgleich. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Thema, was dann passiert. Weil die dann kommt, also wenn Timo dann im Halbfinale ausscheiden würde, wären sie exakt gleich und hätten immer die gleichen Ergebnisse gehabt. Also erste Runde, zweite Runde raus, erste Runde raus, zweimal Halbfinale. Klassische Möglichkeit für einen Coinflip bei der ESL. Ja,
Das wäre eine sehr interessante Der Situation. eine ist jetzt qualifiziert auch für die Finalrunde und auch für die nächste Saison und der andere ist leider raus. Ja, weil die Münze jetzt Weil auf Kopf gefallen es war leider Zahl und nicht Kopf. So, ist. es tut mir leid. Das wäre so classic ist, ey. Tim geht hier wieder ins breite System. Ins breite 4-5-1. Hat er damit vorhin auch begonnen? Ich habe die Aufstellung verpasst. Das sind 4-2-3-1. Ja, 4-2-3-1 hat er vorhin auch schon gewählt. Oh, und Mo führt gerade gegen Deto. Ich weiß jetzt nicht, ob es das zweite Spiel ist. Wird wahrscheinlich das zweite Spiel sein. 1-4. Das ist krass. Das kann Deto aber egal sein, muss man in dem Fall sagen. Deto ist dadurch, dass er die nächste Runde erreicht hat, auf jeden Fall durch. Weil entweder Salzor oder der Doc ausscheiden. Wollte ich auch nochmal gesagt haben. Achso. Jetzt mal Timo vielleicht über die Außen. Ah, macht Tim wieder richtig gut. Stellt er gut zu, blockt ihn und kann jetzt mal nach vorne kommen. Ja, Maxi, das habe ich verstanden, wer am weitesten. Aber wenn die Jungs jetzt, wenn Timo jetzt ins Halbfinale kommt und Salzor ausscheidet, dann haben sie alles gleich. Dann sind sie beide zweimal bis ins Halbfinale gekommen und nicht weiter. Deshalb, ich habe das schon verstanden. Aber Salzo war schon zweimal im Halbfinale und für Timo wäre das das zweite Mal Halbfinale. Ja, das wissen wir halt nicht, ne? Ich weiß nicht, ist das sicher so, Hasso, dass dann die Münze geworfen wird? Ich meine, sonst müssten sie ja nochmal. Ich meine, das mit der Münze kennen wir ja aus Cups. Wenn man nicht connecten kann, wird halt eine Münze geworfen, wer weiterkommt. Das wäre interessant. Das müsste man mal nachfragen. Oh, starkes Ding von Tim und dann der Abschluss. Ja, aber von Neuer gehalten. Er kommt auch hier wieder gut raus. Griezmann in die Mitte, Casemiro, der Ball kommt nicht an. Und der Aufbau von Timo, der lange Ball, der kommt gut. Ronaldo ist da. Ronaldo gegen zwei. Und dann bleibt er da auch drin hängen. Sie neutralisieren sich momentan gegenseitig. Sie versuchen es dann relativ fix nach vorne im letzten Drittel. Passen dann aber beide sehr gut auf. Nochmal Timo über Suarez und wieder. Diesmal war Smalling dazwischen. Nochmal Timo mit dem Aufbau. Relativ früher Ballgewinn diesmal. Vidal, Suarez wird angegangen. Freistoßsituation. Jetzt bin ich gespannt, was Timo daraus macht. Die Möglichkeit hier gar nicht so schlecht. Versucht es wahrscheinlich kurz. Nein, er bringt ihn direkt, aber bleibt in der Mauer hängen. Tim kann sich nicht befreien. Nochmal Timo über Casemiro. Casemiro. Auch der kommt nicht an. Und das war jetzt Boah. unsauber von Tim, der zum Glück nochmal deinen Fuß dazwischen kriegt.
Schwierig gerade das Spiel. Ich habe das Gefühl, Tim will hier unbedingt nicht verlieren. Wobei, also ist ganz klar, man will ja nie verlieren, aber er fightet hier schon ziemlich jetzt gegen Timo. Gerade in der Defensive kommt jetzt nochmal mit dem langen Ball. Boateng zurückgelegt. Nochmal Timo mit Ball. Tim und Timo. Das ist auch unglücklich von den Namen her gewählt, oder Daniel? Ja, ey. Kann man relativ einfach dann doch mal kurzzeitig verwechseln. Ja, was sagst du zu der Partie? Ist jetzt schwierig, ich finde das jetzt so Also schwierig. ich hab's jetzt weitestgehend wirklich nur teils mit einem Auge gesehen, weil ich gerade nicht mal noch eine relativ wichtige Mail beantworten musste. Aber gerade zum Beispiel, als der L1 Dreieckpass kam von Tim, einmal nach vorne auf Ronaldo. Da hätte zum Beispiel jetzt wieder der Ronaldo Totti gegebenenfalls bei einem gleichwertigen Team eher den Unterschied machen können. Auch der in einen Abschluss, den hatte, dann mit Griezmann, ist dann halt leider Gottes nur ein Griezmann. Ne? Wenn du dann da in so einem Totti hast, kann das auch mal ganz schnell anders aussehen. Ist mal ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke mal, dass Tim trotzdem sich hier nicht geschlagen geben möchte und auch aus seinem Team und aus sich immer noch das Beste rausholen will. Sieht ja gerade gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, die geben sich hier beide gerade gar nichts. Also wie gesagt, für Tim geht es in Anführungsstrichen für nichts um nichts mehr. Oh, das war nicht schlecht. In Anführungsstrichen um nichts mehr. Aber er fightet hier trotzdem. Also er will hier gute Leistungen zeigen. Und man merkt das gerade im Defensivverhalten, aber auch auf dem Weg nach vorne, dass er versucht, dort relativ schnell die guten Spots zu finden. Kommt der hier nochmal über Alaba. Guter Ball auf Bale. Der muss allerdings gegen Modric und Modric überrennt hier Bale, der ein bisschen Probleme hat, den Ball zu verarbeiten. Timo jetzt mit ein paar kleinen Stockfehlern. Er spielt zu schnell nach vorne. Hat Glück, dass Bale hier den Ball bekommt. 3 Minuten noch hier in der ersten Halbzeit und das könnte die Crunch-Time sein. Aber hier zu schnell den Abschluss gesucht. Tim macht das gut. Nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr, weil gerade in diesem Bereich finde ich persönlich, wenn du dort den Ball zu schnell wieder hergibst, hast du ein Problem, wenn der Gegner direkt wieder auf dich zurennt. Die gute Crunch-Time nach 45. Und wir sehen es hier wirklich enge Partie. Beide mit einem Abschluss bis hierhin. Ich bin gespannt, wer das Ding hier am Ende macht. Vielleicht kann er mal gucken, bitte, wie Tim spielt. Hat er mal drauf geguckt? Hast du das vorhin gesehen? Also, der ist gerade ein Stück weit beschäftigt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, in welcher Formation Timo dagegen spielt. Es ist gegen dieses breite System immer sehr schwierig. Und das merkt man beiden Parteien hier an, dass sie Probleme haben, hier ihr Aufbauspiel vernünftig durchzujagen. Und so gehen wir in die zweite Halbzeit. Timo mit dem Aufbau nach vorne. So, jetzt aber. Entschuldigung. Kein Thema, alles gut. Ich alles Hoch gut. willkommen. Ich hätte auch mal drüber gucken können. Ach, ja, ich habe jetzt Handy ja auch weggelegt. Ach, vor allem beantwortet die Mail und im selben Zug kommt dann mehr oder weniger der Anruf. Können wir es auch kurz persönlich klären? Ja, nee, geht gerade nicht. Ach, ätzend. Naja, egal. Kein Thema, alles gut. Ja, was hatte ich gesagt? Hattest du das vorhin mitbekommen, in welcher Formation Timo spielt? Man hat. Ich weiß nicht, ob da vorne Tim mal raufgegangen ist. Nee, hab ich jetzt selber nicht gesehen. Weil sie sich sehr neutralisieren. Ne? Momentan Ronaldo verliert auch hier wieder den Ball. Dauert alles ein bisschen zu lange. Die Pässe kommen nicht so flüssig, weil sie auch beide in der Defensive gut stehen. Jetzt nochmal Suarez für Timo. Macht das hier gut, aber der Pass in die Spitze kommt auch nicht an. Nochmal den Ball raus und dann gibt es hier einen Foul. Gareth Bale bekommt nochmal die gelbe Karte. Ist nicht ganz so schlimm, weil so ein Gareth Bale eher selten noch eine zweite hinterher bekommt. Alaba. Bale nochmal über die Außen. Nimmt Alaba mit, der hier als Außenverteidiger gut mitgeht. Kann Tim nochmal wieder erobern. Den Ball kommt über Ronaldo und dann ist er wieder dazwischen. So ist das ganze Spiel im Grunde genommen. Sie gehen nach vorne,
sind im gegnerischen Drittel und dann wird von beiden Seiten immer so gut verteidigt, dass die da diese Spots gar nicht finden. Jetzt Tim nochmal über Griezmann. Der muss allerdings gegen Team of the Year Ramos. Macht das gut. Nimm Martial nochmal mit. Flanke kommt ideal und dann gibt's den Kopfball. Und er landet auf. Und dann wieder wahrscheinlich der Griezmann zum zweiten Mal. Ja, das war genau. Der so ärgerlich, ärgerlich scheitert. Ah, ja, sowas ist ärgerlich. Aber gut gespielt. Absolut. Also, gerade auch mit der Flanke. Ich bin selber was Flanken. Salz hatte mich vor kurzem mal gefragt, ob ich auch der Meinung bin, dass Flanken grundlegend mittlerweile im FIFA ein bisschen effektiver geworden sind. Und ich meine, so gut, kann sein, dass du dafür dich einen Spot gefunden hast. Jetzt hast du auch mit das beste Team, was irgendwie momentan möglich ist, gegenüber von Anfang zu FIFA. Aber ich kann Flanken immer noch nicht so viel abgewinnen. Und auch da hätte meiner Meinung nach Tim noch nicht so früh von der Sprinttaste runtergehen müssen. Platz war eigentlich da. Schwierig. Ja, hätte er vielleicht sogar mit Griezmann gar nicht direkt abschließen müssen. Ich weiß nicht, ob er ihn da noch verarbeitet hätte und dann vielleicht per Fuß hätte abschließen können. Also als er schon die Flanke geschlagen hatte, ne? Ja. Aber ich habe die Szene mal mitgenommen, vielleicht kriegen wir die nochmal gut analysiert. Mittlerweile knapp 70 Minuten, 66 Minuten gespielt. Tim bringt jetzt mal noch ein paar frische Leute. Bringt hier Balde Diao. Hast du den schon mal gespielt, den Balde Diao? Nein, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das wahrscheinlich der Man of the Match ist. Ja. Viel Gutes drüber gehört. Das soll halt wirklich ein Martial sein, mehr oder weniger aus der Serie A. Hat ja auch ziemlich vergleichbare Stats. Zum deutlich günstigeren Preis, der wirklich schön spritzig und als Einwechselspieler wirklich gefährlich sein soll. Aber wie gesagt, selber nicht gespielt, da kann ich nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Ich habe den bei mir, ja. Ich habe den aus der SBC gezogen. Es gab ja diese Afrika SBC. Oh, starke Aktion. Macht er leider nicht rein. Und lass ihn auch ab und an mal auf der linken Seite bei mir in einem Italien-Team spielen und das funktioniert wirklich gut. Ist sehr angenehm zu spielen, der Balde Diao. Tim nochmal über Ronaldo und bleibt wieder hängen. Nochmal Eckball-Variante, kurz gespielt. Mit dem Dribbling, das war gut gemacht, den Ball in die Mitte und dann wird er direkt wieder gestört. Das sind immer diese Aktionen, wo die Jungs wirklich extrem gut aufpassen. Immer wieder so in diesen letzten wichtigen Situationen. Bale gegen Griezmann. Griezmann läuft Bale hier den Ball ab. Und dann ist es wieder Tim, der aufbaut. Ja, also, oh Gott. Also jetzt gefühlt zumindest in den letzten 5 bis 10 Ingame-Minuten hat jetzt nochmal Tim ordentlich angezogen. Also gefühlt würde ich sagen, dass er ganz gerne den Sack vor der 90. Minute zumachen wollen würde. Ja. Ich denke, da könnte er jetzt aus dem Grund schon so handeln, weil er selber weiß, sein Team ist schlechter, seine Spieler haben halt auch deutlich schlechtere Stamina-Werte. Und da tut dann halt mehr oder weniger jede Minute der Nachspielzeit doppelt und dreifach weh, wenn man dann doch mal ins Laufduell mit einem Ronaldo Totti muss. Das ist dann nicht ganz so angenehm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich einer der Hauptgründe sein, dass der hier jetzt offensiv noch aktiver wird. Auch hier sieht man, Vidal ist mit nach hinten gesprintet und ist jetzt schon wieder auch auf dem Weg nach vorne quasi am Ende. Er kann gar nicht mehr das volle Tempo gehen. Mal nur den Ball in die Mitte und dann war es richtig gut gemacht. Das war richtig stark reingespielt und das 1:0 für Tim. Und jetzt wird es spannend. Die Einwechslung doch gelohnt, mehr oder weniger, wenn auf er das jetzt verwaltet bekommt. Ist jetzt, glaube ich, auch schon 79. erst, das schon der 89. Mal gucken. Also wenn Tim jetzt weitermacht, sehen die Karten auf jeden Fall nicht schlecht aus, weil die letzten 15 Minuten jetzt hat er wirklich gut Gas gegeben. Einfach nur nicht die Ruhe oder die Fassung verlieren. Und jetzt wird's nochmal spannend, das Spiel, weil Timo muss jetzt kommen, wenn er das hier beenden will. Muss er wenigstens den Ausgleich nochmal schaffen in den 90 Minuten. Ich denke, jetzt wird er auch ein bisschen versuchen, hartnäckiger nach vorne zu kommen. So hat er noch relativ vorsichtig versucht, da in der Offensive was zu machen. Oh, aber Tim nochmal stark durchgespielt und dann schirmt er
und kriegt Aber es den kann Ball. gefährlich sein. Es war jetzt ein Alba, der den Ball da vorne nicht über die Linie gebracht hat. Und dann Und jetzt kommt die kann's. Antwort. Jetzt kommt die Antwort und er macht ihn rein. Und Genau das zu so ist. einem Konter Aber kommen. das finde ich immer. Das finde ich persönlich. Mir tut das immer sehr weh, wenn ich solche Tore kassiere. Wenn ich da quasi mich schon fast vors Tor spiele, dann eben so einen Ball verliere, dadurch, dass ich ihn nicht mehr eben in diesen wichtigen Spot bekomme und direkt diesen Konter fange. Das ist für mich einer der größten Kritikpunkte halt an Alaba. Ich weiß jetzt, oder Alaba. Ich weiß nicht, warum Alaba jetzt der Stürmer in dem Moment war, aber Alaba ist halt einfach einer der offensivsten Außenverteidiger, die es meiner Meinung nach mit in diesem Spiel gibt. Und das kann halt Fluch und Segen zugleich sein. Segen gibt viele Leute, die schwören drauf und sagen, das ist geil, wenn er mit nach vorne läuft und dann als Anspielstation da ist. Das gibt mir viele Möglichkeiten. Nachteil, wie, ne, wenn so ein Ball dann nicht reingeht. Also da kann dann halt hinten so ein Alaba, ne, der dann fehlt, schon sehr, 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 sehr doll wehtun. Aber Tim kommt nochmal und jetzt könnte er vielleicht nochmal in der 90. nachlegen. Mit Vidal Sanchez macht das sehr gut. Schön ruhig. Ball in die Diao. Griezmann in die Mitte gespielt. Das war richtig gut. Das war richtig, richtig stark gemacht. Und macht hier das 2 zu 1. Das ist so gut, dass er den nochmal querlegt mit Sanchez. Wow. Stark. Ja. Das ist dann halt der Tim. Das ist stark. Und dann gibt es hier den Abpfiff und den Punkt für Tim. Also ich denke, Also. das geht aber schon in Ordnung, meiner Meinung nach. Absolut. Jetzt von der zweiten Halbzeit her, das hat Tim schon sauber gemacht. Und dann geht's in die auch von mir aus gewünschte dritte Partie. Ja. Ja, absolut. Sehr, sehr gut. Ich wechsle hier nochmal mein Homescreen. Wir können hier nochmal auf den Rest des Baumes gucken zwischendurch. Ich aktualisiere das mal. Deto gegen Mo müsste noch nicht durch sein. Das tatsächlich eventuell, ja. Ich gucke mal schnell bei Mo rein. 1 zu 0 für Deto gerade gefallen. Okay, das wird wahrscheinlich das dritte Spiel sein, weil wir relativ spät gestartet sind. Das dritte Spiel hier bei Mo gegen Deto und Deto machte gerade das 1 zu 0, habe ich gesehen. Salzor Erhano haben wir vielleicht Zwischenergebnisse. Ich weiß nicht, ob sie die eintragen. Leider nicht. Und dann haben wir ganz unten noch Chian gegen Hasso. Das ist so ein Spiel. Weder für Chian noch für Hasso geht es da um irgendwas. Ja, macht halt, ne? Macht halt genauso, sieht es am Ende. Geht's raus, spielt's Fußball. Genau. Wobei ich, wenn ihr jetzt das nächste Spiel sehen könntet, wen würdet ihr euch wünschen? Chian oder Hasso als Gegner für Tim oder für T-Mox? Tim gegen Sheehan. Tim gegen Ja, ich Chian? hätte auch Schönes gesagt, schöne Tim würde ich gerne Schalker gegen Sheehan Duell. sehen. Ja. Okay. Ja, schön. Können wir mal gespannt sein hier. Tim muss sich auch noch irgendwie gerade eine Fitnesskarte kaufen. Was haben wir denn im Chat? Gab es da irgendwelche interessanten Fragen, die wir verpasst haben? Hat denn Tim beide Weekend Leagues gespielt oder hat er nur PS4 gespielt? Um sich jetzt auf der PlayStation ein bisschen zu verbessern, weil ich gerade gesehen habe, dass er diese Weekend League Elite 1 war. Ich glaube, der hat zum Teil beide gespielt, aber jetzt dieses Wochenende beide gespielt hat, kann ich nicht sagen. Aber ich Mal glaube, interessieren. grundsätzlich hat er, glaube ich, beide gespielt in letzter Zeit. Schlaf wird eh überbewertet, ne? Schlaf Von vollkommen. 880 Spiele, ne? Also ich bin ja nach wie Das macht vor schon immer noch. keinen Spaß mehr. Also da muss man tatsächlich schon. Das ist Arbeit. Ja, wobei das man gegebenenfalls auch schon wieder sagen kann, ist zeichnet vielleicht auch gegebenenfalls irgendwo ein Pro-Gamer aus, ne? Dass der da mal eben in relativ kürzester Zeit wirklich 80 Spiele trocken runterspielt. Ich meine, bei mir geht es ja in erster Linie um den Spaß und ich sehe es ja selber, dass ich mich manchmal schon wirklich mit den 25 Spielen auf dem PC schwer tue, wo ich immer belächelt werde. Aber ich sage dann halt, ja gut, was soll ich denn machen? So, ich spiele halt eben um den Punkt, weil es mir eben Spaß machen soll und weil es mir Spaß bereitet und wenn es mir keinen Spaß macht, dann spiele ich halt nicht. So, ich würde mich manchmal mit den 40 Spielen Legitim. richtig, richtig schwer tun. Ja, Und eben. 80 ist schon, puh, auch Zimmer. Gerade wenn du 80 vielleicht sogar über 2 oder 3 Wochenende hintereinander durchziehst, also. Augen, Ja. wenn du nur zu so kleinen FIFA-Bällen. So, da ist dann, das ist schon anständig. Ja, das Aber ist schon eben, das ist krass. das. Also für jeden FIFA. Otto-Normalverbraucher, der auch, sag ich mal, eine Freundin oder was weiß ich hat, der, wie willst du das machen? Also ein Job, also ich zum Beispiel jetzt habe einen Job,
Und Essen, FIFA schlafen, essen, FIFA ja, schlafen. genau, und dann sagt meine Frau hier, such dir mal ein anderes Häuschen. Das ist schon schwierig. Aber natürlich, wenn man dann so gegebenenfalls einen Partner hat, der das noch voll und ganz, also ich habe da ja ganz, ganz großen Respekt bei Stylo vor. Wenn ich mir überlege, dass der Kinder hat, dass der eine Frau hat, dass der viele Offline-Turniere mitnimmt, mittlerweile wirklich sich gut gefangen hat in FIFA 17. Also dem wünsche ich das auch noch, dass er jetzt nächste Woche in Hamburg dann ein gutes Ergebnis im Das auch besten ein Fall sehr erzielt. süßer, ja. Ja, da habe ich richtig, richtig Respekt vor, dass da wirklich scheinbar alle hinterstehen und sagen: Jo, mach, wir kriegen das hin. Sieh zu, dass du da dein Kram absolvierst. Habe ich großen Respekt vor. Ja, absolut. Ja, und Das das kann wahrscheinlich auch sehr, sehr motiviert sein, meiner Meinung nach, wenn man weiß, dass alles so im Hintergrund alles perfekt ist und alles stimmt. Dann ist es wahrscheinlich einfacher, Leistung abzurufen, als wenn man zu Hause sitzt und eine Freundin hat, wo man weiß, oh nein, noch ein Spiel, die haut mich gleich mit dem Besen kaputt. ja. Das ist dann nicht so angenehm. Ja, da muss ich sagen, da habe ich auch noch relativ Glück. Das könnte ich hier alles nicht auf die Beine stellen, wenn die so wäre. Ich hab da damals ziemlich Pech gehabt. Also wenn ich mir überlege, meine Ex-Freundin, die wusste ja weder, dass ich was mit YouTube und noch mit Twitch zu tun habe. Oh, und hab mit dir hier zusammen gewohnt. Und wenn ich gespielt habe, als sie nach Hause kam abends um 22:30 Uhr, dann ging's los. Ja, mach jetzt aus. Ja, ich möchte aber noch die eine Runde zu Ende spielen. Ist dir das wichtiger als ich? Hä? So. Gib mir doch kurz die Natürlich. 5 Minuten. Ja, gib Das mir doch möchte ich doch kurz nicht die 5 spielen. Minuten. Oh, schrecklich. Ja, ist auch noch eine ganz andere Geschichte. Also wirklich, ich ziehe da vor jedem den Hut ab, wo dann so Familie etc. alles mitzieht. Finde ich klasse. Ja, da hat Stylo schon wirklich, Ja. wirklich Glück, muss man Ja, so ja, sagen. ja. Gerade auch vor allen Dingen, weil Vollfamilie, ne? Ich glaube zwei, drei Kinder, ne? Drei Kinder, ja. Drei Kinder, das ist schon. Aber sei ihm von meiner Seite aus das alles Glück der Welt gegönnt. Stylo ist ein guter. Auf jeden. Aber kommen wir mal zurück zum Spiel, weil da Tim schon direkt auf dem Weg nach vorne ist. Ein bisschen Glück hat. Und jetzt Timo über Bale kommt, der übrigens hier schon nach nicht einmal 4 Minuten eine Verletzung gehabt hat. Das war übrigens auch sehr interessant im, bei der virtuellen Bundesliga waren die Verletzungen tatsächlich an. Und gut gespielt, Suarez. Inwiefern an? Das heißt, wenn du eine Verletzung gehabt hast, die dafür gesorgt hat, dass du auswechseln musstest, du tatsächlich auch auswechseln musstest. Ach Quatsch. Aber das ist doch auch Ultimate Team gewesen. Wie kann das denn da an sein? Das war ja dann Komisch. dieses Offline-Freundschaftsspiel. Und da kannst du in den Einstellungen auch einstellen, ob Verletzungen an sind oder nicht. Im ganzen Turnier oder nur im Vorturnier? Im Wo ganzen die mit so Turnier. einem. Das Vorturnier wird ja nur in der 84er 85er, ne? Ist ja, ja. 85er-Wertung, genau. Da, okay, krass. Gut, Und wieder was dazugelernt, dass das scheinbar geht. ja, also das, wie Nicht gesagt, cool. wird ja in diesem Offline-Modus gespielt, ne? Spielt ja nicht jeder an einer Konsole, dass man online Ja. gegeneinander spielt, sondern Spiel gegen Freund, gegen ein Team eines, gegen das Team eines Freundes Ja. wird ja gespielt. Und da kannst du ganz normal alles einstellen, so wie du das auch im Head-to-Head-Modus machen kannst. Da ist sogar das Schöne, ist da sogar, nach dem Spiel, frag dich das Game, das ist nämlich noch auf dieser alten Basis. Oh, alter Vater! Da kloppt der Casemiro, Timo. wo ich es vorhin kurz einmal angeschnitten habe, warum man den mittlerweile mitnimmt, da hat er dann eben fast 99 Shot Power, 99 Super Ding, stark. Das ist Longshots. wichtig für Timo. Also, was ich jetzt noch sagen wollte, da kannst du halt dann auch wählen, ob du Unentschieden spielen willst oder eine Verlängerung oder direkt Elfmeterschießen. Das ist Okay, richtig. cool. E-Sports-technisch ist das Beste, was du machen kannst. Sofern es in Regeln gibt, die das festlegen, weil zum Beispiel das mit der Verletzung finde ich jetzt wiederum ziemlich uncool. Und ich denke mal nicht, dass es dafür eine Regel gab, dass das an oder aus sein soll. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall was anderes, weiß ich, weil also ich hatte keine Verletzung jetzt in Köln, aber ich habe das Video von Ehren ja gehighlightet. Das gibt es bei mir ja auf dem YouTube-Channel zu sehen. Nur die Highlights quasi aus dieser Partie. Und der hat. Oh, und da legt er direkt nach. Jetzt sind wir hier verquatscht und Timo macht eine super Partie. Dann sage ich nochmal kurz als letztes dazu. Und da gab es eben eine Verletzung und Erhan musste also im Finale dann auswechseln. Direkt nach 30 Minuten oder so. Das ist ärgerlich. Wenn man jetzt ganz, ganz fies sein möchte, in Anführungsstrichen, dann kannst du ja auch bewusst bestimmte Spieler probieren zu verletzen. Man weiß ja, wie die Schiedsrichter, ne, wenn man die Schiedsrichter beispielsweise ein bisschen kennt, wie die agieren und pfeifen.
dass man dann, ne, bewussten Spieler verletzt, nach dem Motto: Hier, du hast Ronaldo, ich grätsche ihn jetzt mal weg, was jetzt natürlich bei der VBL nicht funktioniert, aber dann halt ein Aubameyang, damit man halt dem Gegner zu einer Auswechslung zwingt. Finde ich selber nicht gut. Aber na gut, ist wie es ist. Es tut ja jetzt auch mehr oder weniger gar nicht zur Sache. Genau, ich wollte es nur angeschnitten haben. Aber dieses Spiel ist gerade hier wirklich gut. Und Tim liegt jetzt 2-0 hinten. Ich bin gespannt, was er macht. Oh, Timo, richtig stark nochmal an den Pfosten. Eieieiei. Der geht hier jetzt richtig Gas. Also den merkst du an, dass der hier sich unbedingt in die Top 8 spielen möchte. Macht das sehr gut bis hierhin in dieser Partie. Timo lässt Tim gar nicht in die Partie kommen. Ist immer wieder früh dran, holt sich die Bälle und dann kombiniert er sich da auch richtig schön durch. Setzt gute R2L2 Dribblings an, auch hier die Seitenwechsel mit der Körpertäuschung. Richtungswechsel, Seitenwechsel. Richtungswechsel meine ich natürlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, mal zurückgelegt. Jetzt mal Tim mit der Kombination. Macht das hier auch sehr gut. Schön ruhig. Und dann ist wieder Timo da, der direkt stört. Aber Tim befreit sich hier mit einem Seitenwechsel über Alaba, Bale, Casemiro. Das ist mal eine gute Kombination. Jetzt Bale gegen Ramos, Bale gegen 2. Und dann bleibt er da auch hängen an Marcelo. Der Macht Timo lange. gerade auch wirklich, wirklich gut. Hey, so langsam fängt er sich. Die ersten Minuten im Spiel so ein Stück weit verpennt, muss man sagen. Oder Timo war so gut, dass er da gar nicht durch richtig drauf klarkam erstmal. Was mich jetzt interessieren würde, aber gegenüber der zweiten Partie, wo er am Ende das Spiel doch mal immer noch eher ein bisschen deutlicher außer Hand gegeben hat. Ob er da taktisch oder von den Anweisungen her irgendwas geändert hat. Weil der presst gerade unfassbar, unfassbar stark. Timo meinst du jetzt, ne? Ja, Timo, Hm. vom Druck her, der ist immer direkt mit ein, zwei Leuten da, wo man sieht das ja. Tim wird die ganze Zeit extrem schnell zum direkten Spiel gezwungen. Der kann nicht mal das Tempo rausnehmen. Weil sobald er das Tempo rausnimmt, sind mindestens zwei Spieler von Timo da. Und das sah im vorigen Spiel noch ein bisschen anders aus. Da hat er dezenter versucht anzugreifen und auch Tim relativ viel machen lassen. Ja. Da hast du schon recht. Ich denke mal, das ist auch die Schwachstelle, die wahrscheinlich die Le so Leute wie eben ein Tim, dieser Spieltyp, den Tim selber hat, sage ich mal, dass sie sehr passintelligent sind, dass sie sehr, sehr viele gute Ballstaffetten im letzten Drittel spielen. Wenn man die dazu nicht kommen lässt und einfach extrem früh presst, dass er sein Spiel nicht aufbauen kann, dass die da, glaube ich, ein bisschen zu neigen, so ein bisschen einzubrechen. Ich habe auch zwei gute Kumpels, die ähnlich vom Spieltyp her spielen, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber vom Spieltyp her ähnlich sind. Und jedes Mal, wenn man anfängt, die extrem zu pressen und die ihr Spiel von vorne raus gar nicht erst aufbauen können, brechen die jedes Mal komplett ein. Das dann immer ziemlich schwierig. Ja, das kann durchaus sein. Also ich sage das immer, man kann der beste Spieler der Welt sein, irgendwann kommt einer, der liegt dir einfach nicht, ne? Und so kann das auch eben in diesen Spielvariationen passieren. Irgendwann kommst du in diese Variation und er ändert seine Taktik so, dass du erstmal überhaupt nicht drauf klarkommst, ne? Jetzt Ja. reagiert Tim da drauf, stellt hier auch um auf einen 4-4-4-2-2-2. Und ich bin gespannt, wie er hier in der zweiten Halbzeit jetzt diesem Spielstil von Timo entgegenwirken will. So, Timo hat jetzt halt den Vorteil, er sitzt natürlich im längeren Hebel. So, bestimmt mehr oder weniger das Spiel. Gibt auch weitestgehend das Tempo vor. Und wenn das jetzt sauber runterspielt und wieder so ein Ding. Boah, das hat er aber. Wieder ein Fernschuss und das wird jetzt Das ist richtig ärgerlich. schwierig für Tim. Ja, gut, jetzt kann er noch ein Stückchen, ja, mehr oder weniger fast schon Tempo rausnehmen. Drei Tore, das ist ja schon sehr schwer. Das wird richtig schwierig. Und das ist so ein Moment auch, wo du, sag ich mal, aus der Halbzeit kommst, du hast das System umgestellt, du denkst jetzt nochmal und dann kommt er mit so einem Ding und klatscht ihn dir einfach rein. Da muss Ja. man auch mental stark sein, überhaupt aus diesem Tief dann wieder rauszukommen, ne?
Ja, das ist also sehr, 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 sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz, theoretisch gesehen, teils machbar. Es ist Tim Latka, ne? Das ist nicht ein Petkus, der das macht. Sondern Tim Ja, da Latka, der das. greift ja auch ein Punkt immer die Professionalität. Ich denke mal, dass da jetzt auch selbst ein Tim, der jetzt auch noch selber ein bisschen jünger ist und jetzt auch nicht so lange dabei ist, wie so ein Erhano etc., dass man da in solchen Situationen nochmal ein bisschen anders umgeht. Aber Tim ist da schon relativ gut unterwegs, meiner Meinung nach. Und Deto sehe ich gerade nebenbei für 2:0 gegen Mo. Und hat in der ersten Halbzeit nicht einen einzigen Torschuss zugelassen. Ich glaube knapp 70% Ballbesitz. Oh, Tim kriegt jetzt auch Probleme. Auch so kleine Stockfehler hier. Das sind so ein Indiz dafür, dass man so ein bisschen den Glauben daran aufgegeben hat. Aber er geht jetzt nochmal ins Pausenmenü und wechselt frische Leute ein. Geht nochmal in eine enge Raute. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt hier sich nochmal aufraffen kann. Also richtig bitter wäre es, wenn er jetzt noch direkt wieder einen drauf bekommt. Gibt es ja auch solche Situationen, gerade in solchen Spielen, oft zu sehen, wenn man dann sagt, so jetzt nochmal alles nach vorne nochmal rein, dass man dann nochmal einen auf den Deckel bekommt und dann tatsächlich das Spiel komplett vergessen kann. Ne? Und vor allen Dingen kriegt Timo hier nochmal eine Ecke. Eckballsituationen sind auch immer gefährlich. Flanke kommt, aber den kriegt er diesmal. Timo nochmal über Bale, Griezmann, erstmal den Fuß wieder dazwischen. Oh, guter Ball. Jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht hier auf den Anschlusstreffer. Griezmann gegen Ramos. Ramos ist da. Und auch den kriegt er nicht an den Mann. Der Ball wird von Griezmann Sanchez abgelaufen. Timo nochmal mit der Möglichkeit, nach vorne zu kommen. 65 Minuten gespielt. Mit jeder weiteren Minute wird es immer schwieriger für Tim, hier irgendwie in den Bereich zu kommen, das Spiel doch nochmal zu drehen. Und dann gibt es hier, meiner Meinung nach, die absolute Entscheidung. 0:4. Das tut weh. Und Ja, um damit. 4:0 zu drehen, müsstest du schon der FC Barcelona sein, also. Ja. Das hast du sehr, sehr gut getroffen, Bono. Naja, in Anführungszeichen nur der FC Schalke, also. Ja, ich bin mal gespannt. Schalke 04. Das ist eine Partie. Also, da macht er jetzt drei Schüsse außer Distanz. Machst du auch nicht alle Tage. Aber wir kennen das auch von Timo. Also er hat das schon drauf. Er kann das durchaus auch aus der Distanz. Nochmal Freistoß. Ja, dann wird es gleich interessant, ob wir nochmal das Duell Wolfsburg-Schalke bekommen. Oh, auch hier nochmal ein guter Fernschuss. Rein. Das sind so die Momente, wo ich gerne die Fans hören würde. Nochmal Alaba. Und bleibt wieder hängen. Das war ein Spiel, das nicht für Tim gemacht war. Da hat er, glaube ich, auch mit diesem Druck von Timo von der ersten Minute an nicht gerechnet. Und das hat ihm so ein bisschen das Genick gebrochen. Timo dann noch mit dem ersten Treffer aus der Distanz. Und danach macht er weiter richtig gut Druck, macht das 2:0. Schwierige Situation dann für Tim, weil Timo auch nicht aufgehört hat. Denn er hat ja weiter gem Oh, nochmal Fußball. Ist hungrig nach Ja. mehr. Er hat ja selbst nach dem 2:0, wo man sagen könnte, okay. Jetzt habe ich das Ding hier relativ gut
in der Tasche und schraubt vielleicht ein bisschen zurück, hat er ja nicht stecken lassen, sondern hat immer wieder versucht, weiter Druck auf Tim auszuüben, sodass Tim gar nicht atmen konnte. Absolut die richtige Entscheidung, muss man auch dazu sagen, weil er, wenn er ihn hätte kommen lassen, durchaus hier vielleicht auch mal Tim die Möglichkeiten gegeben hätte, hier für einen Anschlusstreffer oder so. Und so hat er sich auch diese Fernschüsse erarbeitet, auch wenn man sagt, ich meine, 3 von 3 Ansätzen quasi, die nicht geblockt wurden, gingen auch direkt rein. Ist nicht immer der Fall. In diesem Spiel war das aber so. Und das hat er sich mit der Spielweise auch ein Stück weit erarbeitet. Nochmal Costa, Neuer. Das war richtig, das war typisch Neuer. Kommt da raus und spielt ihn auch noch kurz an. Ne? Nochmal Timo über Griezmann. 85. Minute läuft. 5 Minuten zu gehen. Der Seitenwechsel ist nicht gut. Tut ihm aber nicht weh, selbst wenn er jetzt nochmal den Konter fängt. Was er wahrscheinlich nicht macht, weil Neuer hier... Macht er auch gerade sehr gut, Timo. Den Neuer auch immer rechtzeitig mit rausgeholt. Dann läuft der Ball nochmal ins Aus. Untergespielt Sanchez, Costa, Ballverlust, wieder Timo. Da bin ich auch gleich gespannt hier auf die Toranalysen von Bono. Gerade diese Drucksituation. Wir haben ja schön, ich glaube, auf 12 Sekunden erhöht. Das heißt, man wird hoffentlich auch ein paar Ballgewinne sehen, die davor entstehen. Was ja immer sehr schön ist dann, wenn so ein Tor entsteht. Und gerade dieses Pressing hier kommt, wie man dann sieht, wie dieses Pressing entsteht. Wo setzt er an, wo geht er ihn direkt an, dass er überhaupt erstmal zu diesen Fehlern kommt. Denn das war ja entscheidend in diesem Spiel, dass Tim Fehler im Aufbau gemacht hat und dann das schnelle Umschalten oder Timo ihn dazu, hier ist übrigens Schluss, Timo ihn dazu gezwungen hat, diese Fehler zu machen und dann dieses schnelle Umschalten und diese Räume zu nutzen, auch für diese Distanzschüsse, ja. Bin ich gespannt, Bono. Das wird sehr, sehr interessant, mein Freund. Also, ja, Timo gewinnt. Ich nicht weiß, ob das jetzt...